Und es geht weiter mit Let's Play Skyrim. So, wir waren hier... Genau, wir waren hier in... Na, wie hieß du nochmal? Stadt, verrate mir deinen Namen. So verrate er mir seinen Namen. Lass mich kurz überlegen. Weißlauf war es nicht. Weißlauf war es nicht. Das war Winterfeste. Winterfeste könnte es sein. Palast der Könige heißt die Stadt nicht. Windhelm. Winterfeste wollte ich hin. Och man. Okay, aber mit wem soll ich sprechen? Aventus Aretino? Gleich in der Nähe? Hat das einen besonderen Grund? Ich kann mich nicht erinnern. Ich schaue einfach mal vorbei. Vielleicht hat es einen gewissen Grund und dann hilft's bestimmt irgendwie. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee, bis man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Hast du gut gemacht. Und haben die auch gut gemacht. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Naja, es zeigt auch durchschlagende Wirkung, nehme ich an. Und wo soll der jetzt sein? Moment mal. Machen wir es mal anders. Stadtkarte. Da. Das ist gleich hier. Okay. Wie komme ich da rein? Und wer ist dieser Aventus Aretino? Mir sagt dieser Name was, aber... Sie nennen mich einen Kriegshelden. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein Soldat. Zu sterben. Also Held. Kein Widerspruch. Da drüben ums Eck. Irgendwo hier. Aventus Aretino, hallo. Da rein. Brunnwulf Freiwinters? Ich glaube nicht, dass ich da richtig bin. Da? Ah, Suppi. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakramento? Ach, der war das. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Genau, ich erinnere mich. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Ich glaube, du willst nicht... Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Dankeschön. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Egal, dass ich seine zuhöre. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Darüber reden wir nicht mehr. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Jetzt... Alle Argonier im Hafen sind nett zu mir. Und das ist auch gut so. Sonst würde Vater sie vertreiben. Ich hatte gerade dieses dringende Bedürfnis, einen Drachenschrei einzusetzen. Wenn Grimbar mich fragt, warum Frauen in der Stadt getötet werden, weiß ich nicht mal, was ich ihm sagen soll. Moment, habt ihr etwas über ein verfluchtes Kind gesagt? Ja, das ist ziemlich traurig. Ein kleiner Junge, Aventus Aretino, hat kürzlich seine Mutter verloren und ist in ein Waisenhaus gekommen. Aber er ist nach Hause zurückgekehrt und die Leute hören seltsame Gesänge. Angeblich ist es das schwarze Sakrament, das Ritual, um mit der dunklen Bruderschaft in Kontakt zu treten. Oh Gott. Warum ein kleiner Junge mit einer Gruppe von Mördern in Kontakt treten möchte, verstehe ich nicht. Aber er holt das Böse in die Stadt. Passt auf euch auf. Ich werde mal vorbeischauen. Mal gucken, was da drin ist. Ach, das muss ich aufschließen. Na, was soll's. Ist ja keine Wache in der Nähe. Ja. So, und dann müssen wir mal schauen. Aventus Aretino. Pronto, pronto, Aventi Aretino. Stoppe, Morda. So. Mutter, liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Kind? Da seid ihr ja endlich! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Oh Gott. Ich wusste es einfach! Junge, Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und den Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Ich habe gerade so ein schlechtes Gefühl, dass... Äh.
Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten. Oh Gott, Junge. Du hast doch noch gar keine Ahnung von dieser Welt. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Nur weil man jemanden nicht leiden kann, ist das kein Grund, ihn umbringen zu lassen. Aber ich werde mir das doch mal anschauen. Menschenfleisch. Ein Kuss, liebste Mutter? Willst du die dunkle Botschaft dabei rufen? Ey, das ist nicht lang. Ach, wisst ihr was, das lesen wir mal. Du willst die dunkle Botschaft herbeirufen? Du wünschst eines anderen Tod? Bete, Kind. Bete und lasse die Mutter der Nacht deine Bitte erhören. Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen. Das schwarze Sakrament. Form ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen. Darunter einem Herzen, einem Schädel, Knochen und Fleisch. Errichte Kerzenzirkel um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit dem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Trollkirsche eingerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dann warte, Kind, denn der Schreckensvater Sithis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird dich aufsuchen, und so beginnt ein Kontakt, mit Blut besiegelt. Och Gott. Die Trollkirsche nehmen wir aber mal mit. Menschlichster Zimmel, Herrgott. Wie ich gehört habe, ist es möglich, selbst so ein Ritual durchzuführen und... Dankeschön. Und ja, Wurstsalze. So ein Ritual durchzuführen und damit wirklich auch selbst der dunklen Bruderschaft beizutreten. Sie ist nämlich wirklich gütig. Aber bevor ich jetzt einfach irgendjemanden ermeuchle im Auftrag eines kleinen Jungen, werde ich mir die mal anschauen und mir selbst ein Bild machen. Klarerweise. Ich bin ja nicht mal von der dunklen Bruderschaft. Ich hätte es ihm auch gleich sagen können, aber ich dachte, es wäre besser, wenn ich schweige und seinen Plan höre. Jetzt kann ich mir selbst mal Gedanken drüber machen. Ansonsten hätte er sich bestimmt mir verschwiegen. Nehme ich einfach mal an. Gut. Was ich auf jeden Fall machen wollte, wir haben doch immer noch so viel Gewicht, oder? Gewicht? Himmelgott, ja, wir sind fast überladen. Wo gibt's denn den Händler? Bevor ich loslaufe, wo ist denn überhaupt dieser Mod, den wir machen sollen? Riften bestimmt, oder? Das haben die ja gemeint. Wo ist denn Riften? Riften. Ich glaube, das ist ziemlich... Ja, ich glaube, das ist ziemlich weit weg von hier. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es genau war, aber es ist auf jeden Fall weit von Windhelm weg, wenn ich mich recht erinnere. Obwohl es geht. Oh Gott, dahin müssen wir auch irgendwann. Aber ich würde sagen, wir gehen demnächst nach Norden, Winterfest, und schauen uns erstmal dort um. Dort machen wir auch gleich die Eisgeistprüfung, gehen nach Windhelm. Und danach schauen wir wirklich mal nach unten. Riften. Immer noch ein Gebiet, was komplett frei ist. Oh Gott, wir haben noch so viel zu entdecken. Wir haben jetzt gut 40 Stunden Spielzeit, nehme ich an. Nur so wenig entdeckt. Ich habe auch gehört, es soll unterirdische Städte geben noch. Zwergenstädte. Himmel, Herrgott. Ruhig bleiben, Spiel. Ruhig. Irgendwas stimmt echt mit den FPS nicht. Das macht mir Sorgen. Also. Weil es läuft absolut auf Mega-FPS-Zahlen. Sobald die Aufnahme angeht, läuft es zeitweise richtig gut. Dann mal kurz ruckler. Dann mal wieder ein bisschen schlechter. Also irgendwas stimmt da mit den Aufnehmen nicht. Am Spiel liegt es nicht. Also, wir suchen einen Händler. Habt ihr schon gehört? Es gab einen Ja. Red weiter. Keine Sorge, ich höre dir zu. Das hilft immer, glaubt mir. Seid auf der Hut.
Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Ich dachte schon fast, der meuchelt jetzt von hinten. Das wäre ziemlich ironisch gewesen. Wo kann ich hier was verkaufen? Hallo? Schmiede? Oder irgendwas? Irgendwo, wo ich was reindrücken kann. Gemischtwarenhändler. Tempel. Ich schaue einfach mal auf der Karte. Umgebungskarte. Haus der Kuriositäten kann es sein. Okay. Schmiede ist schon mal ein guter Anfangspunkt. Wenn wir schon mal keinen Gemischtwarenhändler finden, dann wenigstens schon mal Sachen zum Schmieden verkaufen. Und... oh. Na? Gott, was ist denn da? Hast du dich wieder? Alles wieder gut? Sehr schön. Ach, was ich auf jeden Fall auch noch loswerden wollte. Halle der Toten. Nö. Ist. Okay, einen Moment kurz. So, schauen wir nochmal. Was ich auf jeden Fall auch noch loswerden wollte, war. Ich kann die Folgen jetzt anscheinend nur noch. Wo waren jetzt die Schmiede? Ich kann die Folgen jetzt anscheinend nur noch so 10 bis, also sagen wir mal 15 Minuten lang machen. 15 Minuten gut immer. Also so 20 Minuten wird jetzt schwerer gehen, weil meine neue Internetleitung ist so grauenhaft. So eine Folge 20 Minuten hat knapp eine Stunde gebraucht. Bin ich denn jetzt eigentlich? Gott! Ja, so eine Folge hat gut. Warum bin ich denn hier hingelaufen? Oh. Gut, eine Stunde gebraucht, so 20 Minuten Folge. Das ging, sagen wir mal, 1,5 Stunde, wenn man es hochrechnet. Und jetzt, wenn ich so eine 20 Minuten Folge hochlade, letztens habe ich 16.45 Uhr angefangen und etwa 23 Uhr war es fertig. Also es lädt wirklich gut 6-7 Stunden den ganzen Tag lang. Und bei 15 Minuten Folgen hält sich es noch teilweise in Grenzen, aber ansonsten ist den ganzen Tag das Internet gekappt. Und deswegen kann ich auch nicht mehr als eine Folge jetzt hochladen. Wenn ich jetzt ein Zweitprojekt anfange, muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie löse. Aber derzeit geht jetzt wirklich nicht mehr als 15 Minuten, schon allein meines Internets willen. Teilweise gibt es dann auch noch Abbrüche. Da muss ich zwar nicht ganz von vorne anfangen, aber wieder neu starten, an einem gewissen Punkt. Und das zieht sich ins Ewige. Und finde ich jetzt langsam mal die Schmiede? Da! Sagt's mir doch! Warum seid ihr denn alle so still? Die Dunmeer nehmen ihre Gebräue gerne im Neugnesis-Club zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Taverne nennen, habe ich nie verstanden. Puh, frag mich das nicht. Also langsam ist mir das mit den FPS wirklich komisch. Einen Moment kurz. Jetzt gucke ich mal wirklich, woran das liegt. So. Antesten. Hey. Sieht schon besser aus. Sieht doch gleich besser aus, würde ich sagen. Ja, das gefällt mir um einiges besser. Ich habe jetzt einfach mal den Spieß rumgedreht, anstatt die FPS zu verringern, sind sie jetzt höher. Ich habe jetzt mal als Grenze 60 FPS gesetzt, also so wie es normal läuft, ohne Aufnahme. Und hey, es läuft konstant auf 60 bis jetzt. Ich bin begeistert. Und da seht ihr mal den Unterschied. Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Da ich das euch mal zeigen kann, ihr habt es ja vorher gesehen. Dass ihr jetzt mal seht, normalerweise sagt man ja, über 30 FPS nimmt das menschliche Auge keine großen Unterschiede mehr wahr. Aber es sind wirklich kleine, feine Unterschiede. Wenn ihr jetzt die Schneeflocken zum Beispiel beobachtet, die bewegen sich viel weicher und geschmeidiger, so, wenn man das so nennen darf, als wenn es jetzt noch 30 FPS hätte. Obwohl fürs menschliche Auge rein theoretisch kein Unterschied da sein dürfte. Du da. In Windhelm zu arbeiten ist großartig. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zu Gesicht. Hört sich an, als würdet ihr Ulfric bewundern. Jeder Nord sollte Ulfric bewundern. Er kämpft für uns alle. Tatsächlich habe ich seinetwegen das Schmiedehandwerk gewählt. Ich will Waffen und Rüstungen für die große Sturmmantelarmee anfertigen. Seid ihr gerne Schmied? Das Schmieden finde ich zwar nicht besonders aufregend, aber wir alle müssen Hand anlegen, so gut wir nur können. Wenn ein Sturmmantel eines meiner Schwerter benutzt, um einen Soldaten der kaiserlichen Armee niederzustrecken, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, unser Land zu befreien. Das stimmt auf eine Weise, ja. Aber wer verkauft hier? Ein Rat. Kauft keine heruntergesetzte Rüstung. Natürlich nicht. Och Mann. Du? Alle sagen, Eol und Graumähne sei der beste Schmied in Himmelsrand.
Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Na gut, wir fragen ihn mal. Seid ihr der Schmied dieses Schlosses? Natürlich bin ich das. Sehe ich vielleicht aus wie eine Tavernenmagd? Ich... Nehmt euch meine Worte nicht zu Herzen. Ich habe bloß wieder zu hart in der Schmiede gearbeitet. Will dieses Schwert gerade biegen. Du wolltest meine Antwort doch gar nicht hören, glaub mir. Was ist an diesem Schwert so besonders? Der Jarl will, dass es einer uralten Klinge gleicht. Großkönigin Freydis herrschte in der zweiten Ära über Windhelm und ihr Schwert war legendär. Das richtige Schwert wäre natürlich noch besser als eine Kopie. Aber niemand will das Wagnis eingehen, das Original aus seiner Ruhestätte zu bergen. Wenn ihr dieses Schwert fändet, wäre ich euch dankbar. Ist der Krieg gut für euer Geschäft? Was für eine Frage, wenn er Waffenschmied ist, aber gut. Ich sehe das alles nicht als Geschäft an. Meine Arbeit ist Ehrensache. Um Ulfric zu seinem rechtmäßigen Ruhm zu verhelfen, würde ich 1000 Schilde hämmern. Okay, dann fangen wir an. Schoas Knochen. Vielleicht muss ich das sogar. Ich nehme das 563. Bitte vormerken. Wie ist euer Stahl? Genauso scharf wie der, den ihr in Weißlauf findet. Also absoluter Schrott. Ich respektiere Eorlund. Aber er hat das Glück, die Himmelsschmiede zu leiten. Hat was mit den Feuern zu tun. Deren Stahl ist einfach fester. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Naja.